das kalt, Leute. Heute machen wir eine Reise zum Eskimo. Das ist der falsche Begriff. Das heißt Inuit. Also, bleibt mit. Hallo meine Freunde und willkommen in diesem Video. Heute reden wir, wie funktioniert ein Iglo. Aber bevor wir anfangen, vergiss bitte nicht abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt, und Daumen hoch, damit ich weiß, ob ich mit solchen Videos weitermache. Wir fangen schon mal an. Wie kann ein Iglo nicht schmelzen mit so einer Temperatur und wie hält er diese Temperatur aus? Dazu müssen wir uns den Aufbau eines Iglos anschauen. Ein Iglo ist rund. Dadurch kann, wenn etwas schmilzen sollte, fällt das nicht auf den Köpfen der armen Leute, die da drin sitzen, sondern rutscht an die Wände langsam runter. Der zweite Grund ist, dass da keine Lücken oder Fenster sind, sondern Fenster sind, wenn dann, aus Eis. Dadurch wird die Wärme da drin sozusagen gespeichert und die kalte Luft kann nicht reinkommen. Der dritte Grund ist der Eingang. Wir brauchen ja auch einen Eingang, damit wir bei uns zu Hause reinkommen können. Hier beim Iglo genauso. Wir haben einen Eingang, aber das Besondere ist, er ist tief. Er ist tief gebaut, man geht da rein und ist dann wieder hochgebaut, damit man wieder im Haus sozusagen ist. Doch diese Tiefe ist nicht umsonst. Das hat einen guten Grund. Und zwar, die kalte Luft sinkt nach unten und die warme Luft steigt nach oben, wie wir es wissen. Deswegen bleibt die kalte Luft im Eingang. Und die warme Luft ist da, wo die Leute sitzen. Der vierte Grund ist die Außentemperatur. Wenn ein Iglo schmilzen sollte, wird er von der Außentemperatur beeinflusst und deswegen schmilzt er sehr langsam. Er schmilzt zwar, aber sehr langsam, weil die Temperatur draußen ziemlich kalt ist. Dadurch passiert das. Man sollte aber trotzdem immer wieder Schnee auf das Iglo draufbauen, damit sonst wird der irgendwann zu dünn und fällt zusammen. Jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Wollt ihr auch mal eine Reise zum Eskimo machen? Inuit. Weil die Inuit mögen nicht, dass wir für den Eskimo sagen. Die heißen Inuit. Und würdet ihr auch so gerne ein Haus bauen, also so ein Iglo? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.